So, hallo Leute, hier ist Spooky4F und wir zocken heute mal Smite. Ja, ich habe auf den PC gewechselt. Ich habe meine Xbox 360 nämlich verkauft und so weiter. Oh, ich bitte hier schon den Doppeltime, wenn ich rede. Wahnsinn. Vom vielen Assi-Rap. Spaß beiseite. Heute widmen wir uns wieder dem Gaming. Und zwar ist Smite ein Free-to-Play-Game aufgebaut. Ähnlich wie LOL, League of Legends, für die, die es nicht wissen, die meisten sollten es ja wissen. Ja, und ich habe da jetzt noch keinen Plan. Ich wollte eigentlich mit euch das Tutorial machen, aber habe ich eine falsche Aufnahme gemacht. Ja, Broadcast-Fehler. Broadcasten-Fehler. Weil, ja, ist ja alles noch neu für mich hier auf dem PC. Ich habe Broadcast. Ich hoffe, das ist jetzt von der Quali alles gut und auch die Tonqualität und so weiter und so fort. Versprechen kann ich an dieser Stelle nichts. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an, irgendwas zu spielen. Aber ich weiß gar nicht, was hier was ist, ne? Arena. Das ist ein Practice. Basic Tutorial, Arena Tutorial. Man könnte ja mal hier ein Arena Tutorial machen. Gehen wir einfach mal rein. Learn the basics of playing Arena. Smite's Premier Casual Game Mode. Smite's Premier Casual Game Mode. Sehr schön. Casual Game Mode. Since you are new to this game mode, please watch this introduction to the rules. Ja, mach doch. Ha, In Arena, each team. Ist das einfach nur ein Video? Okay. No penalty for declining match. Practice. Ja, okay. So, jetzt dürfen wir uns Gott auswählen. Ranged. Ich hätte gerne mal einen Ranged. Ranged Magic. Oh, Ra, ja, natürlich. Ra, Alter. Ra, das ist geil, ey. Ich bin voll der Ra. Sonnengott. So, ich bin jetzt mal gespannt. Und ihr dürft's auch sein. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe im ersten Game so asozial abgelost eben. Weil ich gar nicht gewusst habe, was ich machen soll. Mit einem Tank habe ich gespielt. Welcome to the Smite Tutorial Press. Ja, welcome to the arena. In this map, two teams face off from bases on opposite ends of the arena. Players will fight in the middle of the arena in a brawling deathmatch, where your goal is to defeat enemy gods and their minions by reducing their team ticket count to zero. Aha. Average game time is around 18 minutes. Okay. Each team starts with 500 tickets, though in this tutorial we will be starting with 100. Okay. Killing an enemy player deducts 5 tickets from the enemy team. Ah, okay, das ist schon mal gut zu Killing wissen. An Und enemy die Minion kosten minion einen. One Ah, ticket from krass. The enemy team. Helping a friendly minion reach the portal on the enemy side of the map also deducts 1 ticket Aha. from the enemy team. In Arena, players start at level 3 with 1500 gold. And have accelerated gold and XP advancement. Mm-hmm. As a mage, you have excellent area damage and support abilities, and can clear minion waves very easily. But you must be wary as you are vulnerable to attack, and must be careful about your positioning on the field. Ja, klar. Position ist natürlich immer ausschlaggebend als Magier. The first thing you should do is purchase items. Press I to open the store and acquire your first recommended item. As a mage, purchasing magic shoes will start you with good mobility and increased magical ah, hier, damage. Item tier. Ah. Well done. The first task in the arena Schuhe. Is to clear the creature buff caps, gaining powerful enhancements for your team in the early game. As a mage, you'll want to acquire the mana buff for yourself. This will increase your mana regeneration and lower your abilities cooldowns. Ja, müssen wir aber das Camp hier klären. Ich verstehe nicht, warum die hier immer wieder Energie dabei kriegen, wenn die sich zurückziehen. Asozial. Wie will ich das machen hier? Bleib mal hier! Gut so. Komm, kratz ab, du Sau! Wir wollen ja hier das Ding hier klären. Wir haben ja noch keine Special Moves unten. Bleib hier. Ey! Bashen!
Alter. Ist das ein Koloss? Kratz jetzt ab. Fantastic. You should now return to the middle of the arena, where your minions are already clashing with the enemy. Aha. In Smite, you share gold and XP from helping to defeat enemy minions. The player that delivers the last hit will also gain additional gold. Defeat as many minions as you can to gain more XP and gold. Na, jetzt geht's darum, noch Gold zu bekommen und Erfahrung. Können wir echt noch nichts anderes machen, nee. Ja, hier mal die Minions wegboxen. Well done. Jawohl. You've acquired a lot of gold and it's time to head back to base and purchase additional items from your recommended list. Complete your current item by purchasing its recommended Tier 3 rank. Then use your remaining gold to acquire additional recommended items in the order you see fit. Aha, okay. Also hier können wir dann Sachen kaufen. Press B. Ah ne, B können wir ja auch zurück. Was ist denn los? Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Was ist los? Achso, ich bin ja schon zurück zur Base. Ja. Magical Power 65 Mana. Ja, so Sachen muss man sich dann hier auch kaufen. Congratulations! You are now level 5 and can learn your ultimate or number 4 ability, which is very important for Team 5. As Ra, you have a powerful ultimate that can hit multiple enemies at great distance. Use your ultimate and area abilities to damage enemies and your healing ability to support your allies. Now, try to defeat several enemy gods. Good, okay. Ja, wie kann ich... New Skill Available, wie kann ich den jetzt auswählen? Steht ja hier gar nichts, oder? Wie war das nochmal? Upsa. So nicht. Oh, gegnerischen Gott kommt? Yeah! Ich hab ihn! Fenrir! Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ein New Skill Available und weiß nicht, wie ich den hinkriege. Well done. It's time to fight back. Help your team push your minions into the enemy field. Die ganze Zeit hatte ich den doch alles. Into the enemy portal. Hatte ich den doch automatisch. Wo kann ich den jetzt bekommen? Minions have reached your portal. Oh, die laufen gerade ganz brutal durch unser Portal. Jetzt auch kaufen. Der Magical Power. Ne, der ist zu teuer. Ne, den hier. Ne, der können wir auch holen. Right idea. Haben wir einen dicken Zauberstab. Aber wo kriege ich jetzt diese Bonusfähigkeiten her? Ich habe keinen Plan. Ach, doch. Ich muss die auf F1 aktivieren und F2 und F3 und F4. Outstanding! You've learned the basic rules of arena. So let's finish this match. Reduce the enemy team's tickets to 0 to win. So, also jetzt sollen wir es einfach niedermachen quasi. Wie oft habe ich denn jetzt müssen F1 drücken? Boah, ich hab mich gerade geschreddert, Alter. Wie oft muss ich den F2 drücken? Ach, das kostet immer Gold, oder was? Gold oder Mana? Ich weiß es nicht so genau.
Führung gelangen. Alter. Nein. Aber F3. Man kann nochmal hochtriggern. Also irgendwie kann man die dann nochmal hochtriggern. Muss man eben auch wissen, was man sich kauft und so, damit das Sinn macht. Alter. Alter, das ist, weil die laufend dort hinten durchkommen. Ah, fuck you! Das ist gar nicht mal so ohne. Muss man sich erst zuerst mal einfinden. Solarblessing Upgrade. Ich verstehe jetzt immer noch nicht genau. Achso, man kann dann entscheiden, welche Sachen man upgradet. Oh, oh. Nee, jetzt klappt hier ein bisschen anders. Aber ab hier. Yeah. Aber man konnte gar nicht verlieren, glaube ich. Aber so langsam fange ich an, wenigstens ein bisschen mal die Grunddetails zu verstehen. Und das sollte dann auch demnächst dann auch mal besser laufen. Assist 4, Assist, Player Kill 1, First Blood, Buff Camps Clear 2. Ja, 49 Minions gekillt. 9 Kills, 2 Tode. Ja, also Kills sind. Ja, siehst du, die kaufen alle gar noch mehr Items. Das hätten wir dann auch wohl machen müssen, mal. Aber da muss man natürlich erst wissen, was man alles so braucht. Da muss ich mich ein bisschen reinfinden, noch ein bisschen hier üben und so. Und dann können wir bald mal richtig loslegen, würde ich sagen. So, und jetzt gehe ich mal pennen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal bei Smite mit eurem Spooky4F. Bye bye.